Ein herzliches Quacken, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Counter-Strike Global Offensive Training und hier in einer ganz normalen Deathmatch-Runde. Haben gerade verpasst zu kaufen, wir kaufen uns eine P250 und die AK. Und da oben wurde gerade einer gemessert. Und wie schon gesagt, wir müssen echt konzentriert bleiben, sicher zielen und nicht zu hektisch werden. Schön immer einfach rein auf den Kopf. Denn genau das wollen wir auch üben. Um besser zu zielen. Verdammt. Gott, hier hinten war einer. Da war jemand mit der Shotgun, aber das ist kein Problem. Treff zum Glück gerade nicht. Verdammt, der hat uns gehört. Was ich ganz gerne mache, Deathmatch beispielsweise, das werde ich auch jetzt gleich machen in der nächsten Runde oder ab der nächsten Runde, werde ich die ganze Runde nur Standardpistole spielen. Einfach, weil ich die nicht gut kann. Mir scheißegal, was für Stats ich in so Runden habe oder was auch immer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es geht ja darum, dass wir Waffen lernen, mit denen wir noch nicht so gut zurechtkommen oder generell zielen lernen. Um das zu tun, werde ich jetzt beispielsweise mir einfach die ganz normale Glock kaufen. No! Blöder Penner. Und einfach nur mit der Glock spielen. Auch nicht mit dem Messer. Rein mit der Glock. Waffe ist leider nicht sonderlich stark. Boah. 12 in 1. Naja. Na, da war oben noch einer und hier unten. Das ist nicht so gut. Beispielsweise kann ich die auch mal üben. Die habe ich noch nie gespielt. Fällt mir gerade so auf. Die hat aber auch kaum Munition. Ist eine vollautomatische Pistole. Ja, da sind wir noch gestorben. Okay, eigentlich will ich auch eher die P250 spielen, denn das ist so die Waffe, mit der ich gerne spielen möchte. Deswegen lassen wir uns hier gerade mal killen, kaufen die P250 und üben jetzt einfach so ein bisschen Pistol. War jetzt nicht sonderlich sinnvoll, sich hier auf A mit zwei Leuten anzulegen. Beispielsweise, wenn wir hier dann so ganz hektisch schnell schießen, das bringt uns halt nichts. Zum einen lernen wir da nicht so zu zielen. Und zum anderen, zielt dann die Waffe halt auch ungenau, wenn wir so schnell schießen. Das hatten wir ja schon gezeigt. Hier, wenn ich langsam schieße, schießt sie genau. Schnell halt
Manchmal muss man schnell schießen, aber halt generell, wenn wir beispielsweise auf noch sicherer Distanz sind, schön langsam zielen. Wie hier beispielsweise. Ab und zu mal tauchen links hier so Waffen auf. Das sind Waffen, die dann für einen gewissen Zeitraum mehr Punkte bringen. Da drückt ihr dann einfach G und bekommt dann die Waffe ausgerüstet. Werdet auch eventuell neu gespawnt. Will ich jetzt bei den Duels natürlich nicht machen, weil die sind für den Arsch. Da kam jemand von lang. Soll uns recht sein. Da haben wir jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, auf den Kopf gezielt. Und merken aber, okay, wenn wir geduckt sind und beispielsweise auf den Kopf zielen, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber dann zielt die nicht ganz so genau auf den Kopf, wie wir das eigentlich uns gerne... Was ist denn das für ein Idiot? Der Terror schießt auf den und der guckt immer noch auf mich. Nee, nee, nee. Das ist halt der Nachteil an Deathmatch. Es spawnen halt Leute um euch rum. Jetzt beispielsweise haben wir gerade geswitcht. Diegel, die jetzt gerade mehr Punkte bringt und mit der ich überhaupt nicht zurechtkomme. Meistens. No. Kam der von unten oder? Von hier hinten. Von hinten. Beispielsweise, ich verkacke jetzt die Runde gerade, aber ist mir scheißegal, denn wir üben ja einfach nur Pistols. So. Der ist gerade gespawnt, dann hat man so einen Spawnschutz und kann nicht abgeschossen werden. Der Spawnschutz fliegt aber genau jetzt. Beispielsweise, jetzt habt ihr gemerkt, wie auch bei der Deagle, wir haben auf den Kopf gezielt und die Schüsse fliegen nicht dahin. Das ist aber völlig normal, denn die Waffen zielen nicht immer genau dahin, wo man hinzielt. Und genau damit muss man lernen, zurechtzukommen. So, den haben wir jetzt beispielsweise mit einer Pistole gegen eine AWP über diese komplette Distanz von A lang einfach voll in den Kopf gedrückt. So, eine zweite Runde können wir noch machen. Und da gehen wir einfach mal auf die CT-Seite und üben mal mit der USPS. Ist vielleicht wirklich nicht so spannend.
Hand, wenn ich nur mit den Pistolen übe, aber genau das mache ich einfach. Meistens, wenn ich Deathmatch spiele, denn mit AK, M4A1S, das sind so die Waffen, die ich hauptsächlich spiele, mit denen komme ich echt gut zurecht. Da muss ich auch nicht irgendwie groß üben, sage ich mal. Denn der Rest kommt einfach wieder, wenn ich öfter spiele mit der Zeit, dass man da ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen flüssiger zielt. Ich meine, okay, jetzt ist halt heute auch eine neue Maus. Also Aufnahmetag heute. Wie er einfach nicht sterben wollte. Den habe ich schon Headshot gegeben, 2 Stück und er stirbt nicht. Das ist USPS. Die braucht da immer gerne so ein paar Schüsse mehr. Da, dem hab ich ja auch. Seht ihr, ein Headshot und ein normaler Schuss. Nur 75 Schaden. Das heißt, die ist einfach auch nicht sonderlich stark. Noch ein Grund mehr, damit zu üben, so exakt wie möglich zu zielen. Einfach weil sie sonst nicht genug Schaden macht. Der Bot, leer. Schlecht. Okay, komm, T-Spawn, der Bot. Alter, seid ihr. Komischer Typ. Muten. Da ist gerade einer auf kurz gelaufen. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da unten ist gerade CT gestorben. Immer auch aufs Radar achten. Denn das Radar verrät euch sehr viel. Verdammt, da kam von oben gerade noch einer. Was? 116 in 4? Das war, weil wir den schon mal gekillt haben. Aber den haben wir schön in den Kopf geschossen. So. Dass der dann ewig lang wartet, bis er abstaubt, war ja klar. Dem habe ich beispielsweise auch einen Headshot gedrückt, haben wir gehört.
Naja, wir fragen sie hier alle an. Und dann holt wieder jemand anderes die Kills. Das ist ja... Das kennen wir ja so. Irgendeiner hat doch von hier hinten auf uns geschossen. Dem habe ich bei auch von hinten noch einen Headshot gegeben und natürlich holt ihn auch wieder jemand anders. Und darum geht es aber auch gar nicht, weil wir wissen, wir haben einen Headshot gedrückt und das ist schon mal gut. Da haben wir beispielsweise überhaupt nicht getroffen, das war wiederum überhaupt nicht gut. Da wurden wir dann nämlich zu hektisch und haben hier ein bisschen auch so ein bisschen die Maus dabei bewegt. Beim Zielen und das sind alles so Faktoren, die dafür sorgen, dass man nichts machen kann, wenn einer direkt hinter dir spawnt. Wir wissen, dass auf B jetzt gerade jemand ist, denn hinter uns ist jemand gespawnt. Na, und da hockt auch noch eine AWP. Warum der nur 52 Schaden in 4 genommen hat, verstehe ich nicht. Manchmal trifft man auch einfach nicht den Kopf, da darf man es nicht entmutigen lassen oder so. Da hat es gerade, warum auch immer, kurz gehangen. Verdammt. Der hat gesehen, dass wir hier waren. Leute! Den haben wir jetzt endlich mal gekillt. Wurde ja auch mal Zeit. Waren am Anfang so gut und haben dann so nachgelassen. Auch hier, Fahrschuss vorbeigeschossen, scheißegal, einfach. Ruhig bleiben. Da mussten wir nachladen, aber der hat nicht mehr viel. Du dich so oft? Da haben wir beide erwischt. Den auch. Okay, das war ein bisschen mies. Das gibt's nicht. Ich meine, mehr als auf den Kopf zielen kennen wir halt nicht, ne? Oh Gott. Ich wusste, dass von beiden Seiten niemand kommt. Manchmal ist man eben einfach machtlos. Ah! Wie beispielsweise, dass wir sehen, dass der Schuss so am am linken Auge einschlägt. Es ist aber kein Headshot, also das hören wir ja am Sound. Das war auch eben nur der zweite Headshot, obwohl beide natürlich auf dieselbe Stelle gezielt waren. Aber das ist normal. Da müssen wir einfach dann ruhig bleiben, weiter zielen und wie beispielsweise jetzt muss ich ein bisschen rechts neben dran zielen, dass es einen Headshot gibt.
Ja. Das war beispielsweise das ein Headshot. Der hat gerade ganz schön geleckt, der Kollege. Ha, okay, nur als Beispiel, die ganzen Schüsse, die über 60 HP geben, wie diese 72 oder was ich da sehr gerne gebe, toll. Das sind alles Kills mit einer P250 oder sowas. Das sind halt die Standardwaffen, die da so schwach sind. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, so mache ich mein Aim-Training. Ganz normale Deathmatch-Runde, schön versuchen, langsam auf den Kopf zu zielen. Waren jetzt zwei sehr schlechte Runden, normalerweise stehe ich echt immer positiv. Aber halt die Chance. Whatsoever. Wir gehen hier erstmal runter. Auch wenn ich jetzt hier die Runde nicht so gut war, ich hoffe, ihr könntet trotzdem was daraus lernen. Und ja, nächste Runde geht es dann mit dem taktischen Teil los. Wie wir beispielsweise um Ecken schauen. Wenn, das seht ihr bei mir wahrscheinlich schon, dass ich immer mein Fadenkreuz an der Ecke sozusagen halte, weil ich weiß, ich gehe jetzt um die Ecke und da kommt irgendwo ein Gegner. Da muss ich nicht mehr nachträglich mit der Maus hinziehen, sondern bin meistens mit Fadenkreuz schon drauf. Erklären wir aber noch genauer und ja, dann zu Nadespots, Smokes und Taktiken auf den unterschiedlichen Maps, Tipps und Tricks. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis in 2 Tagen, macht's gut. Ciao.